ist eine der Stützen des Teams und der letzte Rückhalt, wenn es brenzlig wird. Michael Ratajczak, Torwart des MSV Nummer 1 und nominiert als Sportler des Jahres 2014 der Stadt Duisburg. Ich war sehr überrascht, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und habe mich natürlich wahnsinnig darüber gefreut, dass ich nominiert wurde oder halt unter die letzten drei gekommen bin. Stationen wie Schalke 04, Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf stehen im Lebenslauf des Torhüters. Seit der letzten Saison läuft er nun für den MSV auf. Und für die Vereinsanhänger unvergessen seine Paraden im Elfmeterschießen des Niederrhein-Pokals 2013-2014. Für Torwarttrainer Sven Beukert Grund genug, eine Nominierung zum Sportler des Jahres zu rechtfertigen. Schon aufgrund der Leistungen vom letzten Jahr, die er gebracht hat, die waren eigentlich sehr konstant und hat uns eigentlich auch viele Spiele geholt oder viele Punkte geholt und viele Spiele gerettet. Und deswegen glaube ich schon, dass er das verdient hat. Und da ist er wirklich, wie ich schon gesagt habe, immer zu 100% dabei. Und deswegen wünsche ich Ihnen alles Gute bei der Wahl Sportler des Jahres. Training zwischen Nominierungen, Liga- und Pokalspielen und Privatleben. Ein- bis zweimal täglich trainiert Ratter, wie er von den Fans genannt wird, auf dem Platz des MSV. Gemeinsam mit seinen Ersatzmännern steht hier vor allem Technik auf dem Plan. Die alleine zählt aber nicht, wenn es dann vor den Augen der Fans in die Arena geht. Da geht es nämlich auch um Sicherheit, um Erfahrung und natürlich um den Spaß am Sport. Das ist, glaube ich, eine nötige Anspannung, die man braucht auch. Ich bin jetzt 32 Jahre alt, schon ein bisschen was auf dem Buckel, ein paar Spiele schon gemacht. Von daher, wenn ich mich zurückerinnere, in den jüngeren Jahren war es so, dass ich immer super nervös war. Natürlich ist man jetzt etwas angespannt noch vom Spiel, aber nicht mehr. Man hat nicht mehr so die Nervosität, wie man sie vielleicht früher hatte. Aber für mich ist jedes Spiel, Spieltag, Festtag, ich freue mich immer drauf, wenn wieder angepfiffen wird. Und deswegen bin ich noch aktiv und stehe auf dem Platz. Und damit das auch noch länger so bleibt, geht es nicht nur zum Training auf den Rasen. Muskelaufbau, Fitness, all das gehört ebenfalls dazu. Für mich ist es schon wichtig, eigentlich aus unterschiedlichen Gründen. A, als Prophylaxe, weil als Torwart man schon ein bisschen durch die Gegend fliegt und dann passiert schon mal, dass man sich ein oder andere Mal ein bisschen wehtut. Von daher ist es ganz gut, wenn man seine Muskulatur ein bisschen stärkt, um einfach Verletzungen vorzubeugen. Und zum anderen, der nächste Strandurlaub kommt bestimmt. Damit die Strandfigur dann auch noch funktionell ist, hat Fitnesstrainer Andreas Tapper ein Auge auf den 32-Jährigen. Drei- bis viermal in der Woche steht das Training in der Vita an. Dabei verfolgen die beiden einen straffen Trainingsplan, der das Mannschaftstraining ergänzt. Wir trainieren hier sehr viel im Schnellkraftbereich, im Stabilitäts- und im allgemeinen Kraftbereich, weil Torhüter ja schon anders trainiert werden müssen als Spieler auf dem Feld, die viel mehr Laufarbeit leisten müssen. Ein Torhüter muss viel mehr Explosivität haben, viel mehr Kraft haben. So streng sich das Ganze auch anhört, ein lästiges Pflichtprogramm ist es für den Torhüter aber nicht. Ohne Sport würde Michael Ratajczak nämlich irgendwas fehlen und das nicht nur beruflich gesehen. Ich versuche halt schon viel Sport zu machen, jetzt nicht nur, dass ich hier trainiere, sondern ich spiele nebenbei noch ein bisschen Tennis. Das Golfspielen habe ich vor einigen Jahren erlernt. Da schaffe ich es auch, noch einen zu versenken. Ansonsten ja, Schwimmen, Fahrradfahren, also ich bin schon sehr sportlich. Ob das reicht, um zum Sportler des Jahres 2014 der Stadt Duisburg zu werden, entscheidet sich am 21. November. Aber ob mit oder ohne Titel, an den Zielen für die Mannschaft das Beste zu geben, wird das wohl nichts ändern.